Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich dir zeigen, wie ich dieses Weekly Spread gemalt habe. Ja, und das Schöne ist, du brauchst da gar nicht viel für. Du brauchst nämlich nur natürlich dein Bullet Journal. Dann ein paar Zebra Maltliner, Stiftefarben nach Wahl, dein Micron Fineliner, ein Radiergummi, wie immer, ne? Alles mal wegradieren, Bleistifte. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir eine Doppelseite genommen und dann male ich erst einmal mit dem Bleistift vor. Ja, ich mache das eigentlich immer, ne? So kann ich das weggradieren, so kann ich erstmal meine Zeilen auszählen. Das ist das, was ich jetzt auch mache. Ich schaue erstmal, dass ich das Ganze in vier Bereiche aufteile, also drei Tage. Und dann nicht zu vergessen den oberen Bereich, in dem der Kalender rein soll und natürlich der Titel sowie die Wochenangabe einfach. Und auf der rechten Seite müssen ja eh vier Tage Platz haben, deswegen fand ich das eine ganz gute Lösung. Sehen kannst, mache ich die Striche auch einfach von Hand. Also ich möchte nicht, dass das Ganze so fürchterlich ordentlich wird. Es soll ja schließlich ja in meinem Bullet Journal, da muss nicht alles hundertprozentig gerade sein. Manchmal nehme ich natürlich mein Lineal, aber hier dachte ich, das sieht ganz schön aus, vor allen Dingen gleich, wenn da noch ein paar Blätter reinkommen, das so aussieht wie im Herbst. Ja, und dann versuche ich so gut es geht, gerade zu malen. Ja, nachdem das Grundgerüst jetzt steht, schnappe ich mir erstmal eine Farbe. Ich habe mich jetzt hier für Orange entschieden, weil irgendwie Orange, das ja, passt irgendwie zum Herbst. Also du kannst dieses Spread natürlich nicht nur für September nehmen, ne? Auch im Oktober oder November sieht das bestimmt sehr schön aus. Ich mache als erst einmal mit Druckbuchstaben September und gleich schreibe ich mit der Kalligrafie-Schrift und dem Micron Fineliner noch einmal September drüber. Ich finde, das macht das Spread irgendwie aus und das, ja, das gefiel mir sehr gut. Ich habe das mal irgendwo gesehen und habe gedacht, das musst du unbedingt mal in einem Spread machen. Und das Problem ist wirklich nur, es irritiert. Ne? Also es irritiert einen ein bisschen, dass da schon mal September steht. Deswegen sei ein bisschen vorsichtig oder vielleicht übst es einmal, bevor du das in deinem Bullet Journal machst, weil es kann schon ein wenig irritierend sein. Du siehst schon, mein Grundgedanke ist definitiv die Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Und deswegen male ich jetzt wieder mit meinem Bleistift hier die Blätter rein. Sollte man ja eigentlich meinen, dass ich das so hinkriege. Aber gut, ich male jetzt hier ein paar kleine Blätter rein und die verstreue ich einfach so kreuz und quer über mein Blatt. Also es kommt auch gar nicht drauf an, wo du die genau hinmalst. Ne? Natürlich werden hinterher wieder drüber geschrieben, aber
wenn man die so ein bisschen weiter rechts und links malt, dann hat man immer noch genug Platz, um zu schreiben. Die sollen ja auch nicht allzu dominant werden, die sollen einfach nur da sein und den Herbst ankündigen. War es auch eigentlich schon fast von mir für heute. Du siehst, ich male jetzt nochmal mit dem Micron Fineliner meine Blätter nach und ich male die auch gar nicht aus. Das kannst du natürlich anders machen. Du könntest zum Beispiel einen Buntstifte nehmen und die Blätter ein bisschen ausmalen. Muss ja gar nicht so viel sein, ne? Kann ja ganz leicht schattiert sein und damit so ein bisschen Farbe noch in dein Spread bringen. Aber du musst das natürlich nicht. Du kannst es genauso machen, wie ich das hier mache. Ist ganz einfach zu bewerkstelligen. Du siehst auch, ich habe die einzelnen Wochentage immer mit 3 Punkten eingeleitet und einmal mit 3 Punkten ausgefahren, wie auch immer. Auf jeden Fall, dadurch habe ich so ein bisschen Abstand zu meinem Strich bekommen. Das fand ich ganz schön. Ja, auch das wieder völlig individuell zu gestalten. Das ist natürlich nur eine Idee, wie immer. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen und du lässt mir hier einen Kommentar da, damit ich weiß, ob du das auch mal in deinem Bullet Journal probierst. Und dann freue ich mich natürlich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bitte, bevor du gehst, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und vielleicht uns einen Like zu geben. Ja, und dann hoffe ich, dass ich dich im nächsten Video wiedersehe. Bis dahin, tschüss!